was hat uns das jetzt gebracht? Nichts. Also sind wir jetzt auf einen Haufen voller stinkender Fische gegangen. Und haben uns jetzt einen Fisch geschnappt? Oder wie soll ich mir das jetzt denken und vorstellen? Vor allem, was ist mit... Warum haben wir denn so viele Fische hier? Warum haben wir denn so viele Fische hier? Keine Schatzkarte. Deprimierend. Noch nicht, bitte. Stopp. Ja, ich mag Stoppschilder. Zweiter technischer Offizier an Requirierungsoffizier. Entschuldigung. Ich weiß, dass Sie Ihre Befehle haben und möchte Ihnen nicht zu nahe treten. Ich glaube nur, dass der Boss nicht vernünftig handelt. Es würde die ganze Nahrung sogar verfaulen lassen, nur um sie unter Kontrolle zu haben. Jedenfalls werden die Arbeiter langsam ungeduldig. Die Schichten werden länger und nun müssen sie auch noch mit weniger Essen auskommen. Sie sind anständige, gottesfürchtige Männer. Nicht ein Dieb unter ihnen. Aber wenn der Magen knurrt, kann das ganz schön reizen. Auf jeden Fall. Deswegen hätte ich den Hund auch nicht angepackt. Ich weiß nicht so ganz, was das... Nein? Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Deswegen lasse ich es lieber sein. Es hat bestimmt großartige Auswirkungen. Oder großartige vor allem. Große Auswirkungen, könnte ich mir vorstellen. Aber... Ja. Oh, was haben wir denn hier? Maybe there's some food here. Come on, we have to go. Uh-oh. Did you hear that? This way. James, run! Ja, wohin? Ah, verstehe. Hätte ich mal eher wissen müssen. Und jetzt laufe ich vor den Wachen weg, ja? Hm. Okay. Kann ich hier irgendwas machen? Denn hin eigentlich? Oh, hi! Yay! Entschuldigung, jetzt war ich, glaube ich, längere Zeit mal ein bisschen ruhiger. Aber ich bin noch am Überlegen, aber ich glaube, da muss ich hin. Alles klar. Ich hätte gehofft, ich kann noch irgendwas einsammeln. Hätte ich mit Sicherheit können. Was haben wir denn hier hinten? Hier haben wir noch eine Tür. Aha! Oh ja. Hm. Da ist noch ein Bild. Yay! Heart of the city. It beats no more. We failed them. This world never deserved us. Let's watch it burn. Ja, sie brennt gerade ziemlich stark, wenn ich ehrlich bin. Aber wir haben das Bild eingesammelt. Juhu! Haben wir wieder was mehr in unserer Galerie. Allerdings, oh, alles klar. Okay, hier drin ist nichts. Es ist, als ob ich nie wirklich hier gewesen wäre. Oh, Moment. Gehängt? Remember our treasure. It's not far. This way.
Okay. Nein, 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 nein. Ich war hier noch nicht fertig. Wasser. Wasser. Funktioniert alles einwandfrei. Warum hängst du eigentlich? Wolltest du hängen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass man freiwillig hängen will. Okay, einmal hoch mit uns. Dann laufen wir jetzt wahrscheinlich. Ich weiß noch nicht. Der tödliche. Tödliche Witz tritt ans Licht. Der tödliche Witz tritt ans Licht. Der tödliche Witz? Warum der tödliche Witz? Oh. Nein, ihr habt mich nicht bekommen. Nein, nein, nein. Nicht geschafft, nicht geschafft, nicht geschafft. Wahrscheinlich jetzt wieder vorbei. Husch. Nein? Oh, okay. Dann können wir hier ja sogar lang. Unser Schatten. Wunderbar. Das kann auch nur gruselig werden. Wollt nicht stören. Nee, oder? Moment. Bevor wir das tun. Okay. Ich werde es tun müssen. Das heißt, wir haben jemanden gehabt, der sich selbst umgebracht hat, ja? Sollte es das... Ich schätze mal, das sollte es bedeuten. Da hinten gehe ich sicherlich nicht... Vielleicht war das meine Rettung, weil ich das jetzt mitgenommen habe. Als ob ich da dran drücke. Jedes Mal, wenn so was Wobbeliges kam, kam da nie was Gutes bei raus. Hi. Kann ich mitgucken? Der hat sich erschossen. Something's coming. You need to keep moving. Fuck you. You're almost there. Just a bit further. Ja, ich gebe mir große Mühe. Ist das dein Ernst? Ich blende mich mal aus. Mal gucken, was kommt. Ladebildschirm, Ladebildschirm. Oh. Okay. Wir haben die blöde Sequenz mit Mr. Aloch geschafft. Zumindest sind wir jetzt gerade in unserer heiligen Schatzkammer. Wahrscheinlich auch wieder alles. Bloody Roots. Bloody Roots. Die Ratten habe ich schon gesehen. Atme mir nicht in den Nacken, ja? Wäre das okay? Einigen wir uns darauf? Niemand atmet dem anderen in den Nacken. Geh hoch da. Ah, hoch! Mann. Zu, die Suppe. Unser Raum? Ja! Ja! Herr im Himmel. Oh, Fische. Tote Fische. Alles noch beim Alten. Was mich allerdings wundert ist, warum ist das so verpegt bei unserem normalen Spiegel? Oh, und wir haben jetzt hier überall Essen
und Co. mit rumfliegen. Sehr interessant. Hier war irgendwo mal so ein Guckloch, wo man uns dann hat durchsehen können. Das lesen wir uns gleich durch. Erstmal hören wir uns nochmal das Röhrchen 3 an. So, James, am I correct to assume you live somewhere nearby? Yes. Your family? My sister. Oh, you have a sister, splendid. And what about your parents? Father. Well, let's start with your father. He must be proud of such a strapping young lad as yourself. He is not. Well, how about your sister? Is she, She's everything. Aww. I see. You spend a lot of time with your sister. She's always there. And she will be. Forever. Oh mein Gott. Ich find's süß, aber irgendwie habe ich auch Angst vor dem, was noch kommen mag. Es wütet ein grandioser Sturm. Alter, haben wir hier... Was zur Hölle haben wir mit den ganzen Messern gemacht? Also, wir sind uns sicher, es heißt Charakter. Immer noch, ein Haus besteht aus Wänden und Balken. Ein Haus besteht aus Ängsten und Träumen. Ja. Und wir haben neue Bilder dazu bekommen. Das ist sehr gruselig. Und was ist geschehen? Ich habe gehört, dass der Regisseur vor Wut außer sich ist und kurz davor steht, das Ding abzublasen. Es scheint, als hättet ihr zwei völlig unterschiedliche Auffassungen über die Hauptfigur. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Dein Freund und Agent. Eieieiei. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich zu 100% weiß, was ich hier tue, aber... Oh, das Bild hat sich geändert. Guck mal einer, schau. Und hier oben. Haha. Ist es wirklich das Einzige, was wir bislang gefunden haben? Ist das nicht eher traurig? Und was hätten wir hier finden können? Oh nein. Habe ich echt so viel verpasst? Aber wir haben eine gute Galerie. Also ein bisschen was sammeln können wir noch. Also uns fehlen noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sachen. Ich weiß jetzt allerdings auch nicht, wie viele Kapitel es hier insgesamt gibt. Aber wir schauen hier nochmal lang. Ah, oh nein. Und zoomen daran. Und... aufgesackt. Perfekt. Oh, hier kommen auch noch Bilder hin. Oder zumindest ein Bild vielleicht. Wer weiß. Ich bin gerade am Überlegen. Ach komm. Aber dann trinke ich noch mal kurz einen Schluck und dann bin ich sofort wieder bei euch. Okay, damit würde ich sagen, geht es weiter. Wir hatten jetzt das zweite gespielt. Oh, und werden uns dann mal ins dritte Kapitel wagen. Hier liegt auch einiges Neues rum. Und wir haben den Charakter formen, in sich gehen. Das klingt schon ziemlich blöd. Kontext, Hintergrund, was hat mich hergebracht? Die Gegenwart ist in der Vergangenheit verwurzelt. Okay. Ja, vielleicht auch nicht. Wir nehmen dich, wir packen dich drauf, wir spielen dich ab. Und damit... What's past is prologue. What's seeped into the earth becomes fodder. A fuel for the flame, the lifeblood for the roots of existence. The roots grow strong, become a foundation,
but they can also bind, entangle, hold him in place, pull him under, away from the air, away from the light, to wither away, forever struggling, thinking of what could have been. Roots. He must cut them away. Only then can he be truly free. Akt 3. Bloody Roots. Ist jetzt die Frage, wie man Bloody richtig übersetzen will. Verdammte Wurzeln oder... Oh mein Gott, da gehen wir doch nicht runter. Nope, nope, nope. Natürlich. Gehen wir runter. Ja. Hallo, Muschel. What are you doing? Here, listen. But how does it do that? A sea couldn't fit in there. It's the spirit of the sea. It captured its strength, its calm, its freedom. So it can live on forever. Forever. Schönes Detail, dass sie auch dieses Rauschen schön mit eingebracht haben. Finde ich super. Speicherpunkt. Ich habe Angst vor dem, was uns erwarten wird, wenn es heißt, wir müssen die Wurzeln abtrennen. Das klingt so, nun ja, unnatürlich und auch nicht sonderlich gut. Hier lag nichts weiter rum. Also runter mit uns. Wir haben ein bisschen schief, würde ich sagen. Alles. Natürlich können wir da nicht lang. Können wir einfach mal testen. Natürlich können wir da nicht lang. Kriegt man eine Auszeichnung dafür, wenn man jeden Türknauf angefasst hat? Das wäre doch mal was. Oh Mann. Bitte, 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 bitte. Ich habe keine Lust auf diese... Oh. Diese Handstory wieder. Ja, ja, ja. Alles klar. Zu viele Sachen, die wir... Bleib mal cool, ja? Schlüssel? Kitchen. Der Kitchen-Schlüssel. Das machen wir gleich. Ich schicke dir morgen eine neue Filmrolle. Einen Piratenfilm. Hab gehört, die Amis lieben ihn. Sieh ihn dir genauer an. Sieh ihn dir genau an. Mehr Vorführungen bedeutet mehr Hinterteile in den Sitzen. Und mehr Gründe, um dich weiter zu bezahlen. Ah, ja. Super. Come, faithful servant. For tonight we brew a ghoulish concoction. The world's strangest stew. Den seltsamsten Eintopf der Welt? Das klingt nicht gut.